Hallo, guten Abend am verregneten 11.10. zur PDF-Besprechung. Naja, die kommende Woche sollte wie die vergangene Woche eben dann nach oben gehen. Allerdings plane ich da, da gehe ich davon aus, dass wir eben da einen Umweg machen werden. Wirtschaftskalender, okay, gut, da geht es am Dienstag los und dann halt nachher mit der Präsidentschaftsdebatte, wo es eben da danach sehr, sehr, sehr volatil werden sollte, könnte, wird oder wie auch immer jetzt da. Also ich gehe davon aus, dass wir eben da zu Beginn der Woche eine kleine Korrektur sehen werden. Und das ist dann auch die Kaufchance, hier sich long zu positionieren. Sollte der DAX allerdings, den nehme ich da jetzt da außen vor mal, weiter nach oben laufen, so ist da meine Überlegung, also wenn der jetzt da wirklich da noch einmal ein Stück höher geht, ja genau da ist das, oder? Wer sich die Charts runtergeladen hat, wird da noch eine Linie gefunden haben mit einem Zielcluster. Also noch einmal so richtig die Übertreibung nach oben. Und das sehe ich dann nachher eben da als Short-Chance. Ansonsten bin ich eigentlich eben da bullisch gestimmt, unter der Voraussetzung, dass wir nicht unter bestimmte Lows fallen. An bestimmten Punkten, so auch hier im PDF eben notiert, will ich Long-Positionen eingehen. Sollten wir aber vorher beim DAX Future, wie ich gerade gesagt habe, nach oben laufen, da will ich eben da hier Montag, Dienstag könnte das dann auch sein, eben da Montag, will ich dann eben da eine Short-Position eingehen. Selbiges gilt auch bei der Nasdaq. Die Nasdaq kommt da jetzt in diesen roten, heißen Bereich hinein. Da machen wir gleich den Sprung darüber. Ein Chart, den ich auf Skype eh schon gezeigt habe, also da dieser rote Bereich, da diese einzelnen Hochs, das sehen wir besser im 4-Stunden-Chart oder im Stunden-Chart. Deswegen auch die Empfehlung, ladet euch das unbedingt runter, die neuesten Chart-Einstellungen, dann habt ihr die Linien direkt vor euch. Also ich gehe davon aus, dass es bei der Nasdaq maximal hier nach oben läuft zu den 11.840, um dann nachher eine Korrektur hinzulegen. Also noch einmal vielleicht eine rigorose Übertreibung, wenn es wirklich so sein sollte. Ja, schauen wir mal, was dann so passiert. Ja, so sehen wir es dann ein bisschen besser. Also diese Hochs da eben. Ah, mein Kater. Diese Hochs eben sehe ich eben da als Short-Chance als Long nach oben hin. Ich glaube, die Techs nach wie vor noch werden massiv unter Druck geraten und die Pharma-Werte bzw. die zyklischen Werte, die auch zum größten Teil im Dow Jones drinnen sind, werden ab nun wesentlich besser laufen. Also raus aus die Techs und rein, oder raus aus der Nasdaq und rein in den Dow Jones. So ist meine Grundüberlegung. Der DAX ist schwer einzuschätzen, da eben Werte wie SAP, der größte Wert hat eben drinnen, aber auch natürlich Infineon, einerseits Tech-Last, naja, Tech-Lastig kann man nicht sagen, ja sicherlich, es ist der Tech-Bereich auch sehr groß vertreten. Siemens kann man zwar jetzt nicht unbedingt reinzählen, aber trotzdem ist auch im weitesten Sinne Tech-Wert. Andererseits andere Werte, der Pharma-Bereich, ja, kann man so oder so sehen. Jedenfalls glaube ich, der DAX wird da irgendwie so mittendrin laufen. Die Futures werden nach oben explodieren, deswegen auch die Überlegung, herzugehen, den DAX eben, da wenn er oben anstößt, zu shorten und dann auch, wenn er nach unten läuft, ja, sind halt nur unter Anführungszeichen um die
300, ja, sind nicht ganz 300 Punkte, ist so die Spanne, wo ich glaube, wird es da hin und her marschieren. Also wenn es tatsächlich oben anstößt zu shorten, unten dann auch along zu gehen, denn das übergeordnete Bild gehe ich eigentlich davon nach wie vor noch aus, sollte im Dow Jones nach oben sich orientieren. Deswegen auch das Fernziel, die 29.100 an die Absturzstelle, die wir ja im September, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, es war im September, hier am Monatsanfang war das, genau noch, 1. 2. September gehabt haben. Also wir werden das komplett auslösen, löschen diesen Absturz, vorher nach unten, dann nachher nach oben. Und das ist eben, wie gesagt, das Fernziel. Und wenn man sich das auch nachher hochrechnet, sind das noch immer noch in etwa um die 600 Punkte, die man hier auf der Langseite erzielen kann. Okay, so weit, so gut. Zu den Indizes. Dann nachher vom Bitcoin. Ja, das ist sie blöderweise da nicht ausgegangen. Ich wollte da herunter der langen Position eingehen. Jetzt ist mir das ein bisschen davon gelaufen. Trotz alledem, diese Bereich werden wir jetzt ohne weiteres durchgehen. Bei 9, bei 11.000, was habe ich reingeschrieben? Ja, genau, bei 11.117. Warte, werde ich das so machen. Da brauche ich nicht so viel scrollen. Ja, da lassen wir die Tabelle hier und schauen wir uns das so an. Also er probiert es jetzt da wiederum nach oben und ich glaube, dass er hier vermutlich wiederum abprallen wird und dann auch ein bisschen eine Korrektur hinlegen sollte bis Montag, Dienstag, um eben dann auch hier diese Long-Position einzugehen und trendfolgend nach oben hin durchzustarten. Also ich sehe da jetzt beim Bitcoin eine Stärke. Man ist da tatsächlich über diese Hochpunkte und auch diese Tiefpunkte drüber gekommen. Und daher sehe ich das vielleicht noch einmal ein kurzes Testen und dann nachher nach oben. Sollte man wirklich drunter fallen, in Gelb, dann nachher die Alternative. Ja, dann muss man da irgendwo den Stop-Loss ziehen. Also 100 Punkte, 200 Punkte weit weg in etwa muss dann auch der Stop-Loss erfolgen. Ich habe da die 10.900 angegeben. Danach kommen wir noch zum Öl. Ja, da entweder brechen wir nach oben hinaus, ist auf der Long-Seite interessant, oder wir fallen wieder da runter, dann ist es auf der Short-Seite interessant. Also da halte ich mich relativ bedeckt. Beim Gold, da bin ich eigentlich nach wie vor noch bärisch, auch wenn wir hier da jetzt da an diese grüne Linie noch einmal laufen sollten und dann hinunterkippen. Wenn wir da aber nachhaltig über 1950, 60, also in diesem Dreh da heroben, dann auch bei diesem Hoch da in etwa, ja genau, 1957 zeigt es mir da gerade an, was ihr vermutlich wiederum nicht sehen werdet, weil die Übertragung da nicht funktioniert. Also dieses Hoch mit anderen Worten, jetzt mal das dann nochmal so rein, das ist das genau diese Marke. Wenn wir da wirklich da drüber kommen, ja, dann muss ich mir eingestehen, dass die Short-Idee gestorben ist. Aber noch ist es nicht so weit. Okay, gut. Dann noch, ja, Silber haben wir auch schon gesprochen. Das kann ruhig da noch einmal runter testen, da hier testen, da nachher nach oben. Aber die habe ich ja gar nicht drinnen. Na gut, also Ethereum, ja, da gilt das Gleiche noch einmal hier zu testen und dann nachher nach oben. Da bin ich auch relativ bullisch. Fazit: Am Beginn der Woche wird sich weisen, so wie auch das letzte Mal gewesen ist, am Dienstag, die letzte Woche, ob wir zu einer Zwischenkorrektur ansetzen und dann nachher nach oben gehen. Dann nachher
Dann am Freitag ist es, genau, am Freitag nachbörslich, okay, da ist ja schon dann auch alles zu, ist dann nachher diese zweite Debatte in puncto Trump. Da wird sich dann auch erweisen, ob ihr am Montag mit der Kappe öffnet. Also ich empfehle unbedingt am kommenden Sonntag, plötzlich am kommenden Freitag, egal ob man long oder short ist, weit im Gewinn oder im Minus oder was auch immer, unbedingt die Positionen zu schließen. Also das Experiment, aber womöglich übers Wochenende offen zu sein und dann auch am Montag mit einem Gap nach oben oder nach unten zu eröffnen, ist zu groß das Risiko, dass man da hier eine Position halten sollte. Okay, das war's soweit. Ja, das wird volatil. Ja, ich schaue noch kurz im Chat nach. Okay, gut. So, dann beende ich einmal die Aufzeichnung und wünsche eine gute Handelswoche.